ins Spiel. Dann habe ich nämlich hier auch einen Cutpunkt. So, ich bin nicht an derselben Stelle, wo ich aufgehört habe, aus dem Grund, dass ich mich einfach mal in der Welt ein bisschen umsehen wollte. Wir haben nämlich noch so viele Punkte offen, die wir mal abreiten könnten. Und das möchte ich halt in diesem Stream mal angehen, dass wir die Karte mal aufdecken, um zu gucken, ob wir da unter, über Level oder im richtigen Level sind. Dementsprechend reiten wir da heute mal ein bisschen was ab. Ich habe allerdings umgeskillt. Habe ich. Und zwar, ich zeige es euch einmal auf der Weltkarte. Da, wo auch der Barbier war, wo wir uns das allererste Mal, glaube ich, die Haare sogar geschnitten haben. Und das war da oben irgendwo. Und zwar hier oben. Hier oben ist irgendwo der Friseursalon von Scarlis. Und daneben ist ein Tränkebub, der Klamotten verkauft. Also so ein Alchemiebub. Und der verkauft auch diesen komischen Trank, um umskillen zu können. Der kostet 1000 Goldmünzen. Den habe ich mir einmal gekauft. Liegt hier oben irgendwo. Keine Ahnung, einfach hier mal umsehen, dann seht ihr das Symbol und könnt da nicht verfehlen. Kostet wieder 1000. Den habe ich mir halt reingezogen. Genau, wie die Estus quasi, die ich gefangen habe. Von Raginator an der Stelle. Raggi. Sag mal, Raggi, bist du eigentlich auch als professioneller Dampf-Nerd auf dem Dampfergrill? Das habe ich die ganze Zeit vergessen zu fragen. Wer ist denn von euch überhaupt noch auf dem Dampfergrillen? Raggi? White Fox? Wer noch? Vielleicht? Würde mich mal interessieren, Raggi. Dankeschön. So, ja, wie gesagt, hier oben gab es den Trank zum Umskillen. Den habe ich genutzt. Und mein Charakter sieht jetzt so aus. Was habe ich geändert? Ich habe geändert, dass ich nicht mehr den schweren Angriff geskillt habe. Den habe ich jetzt weggelassen. Stattdessen habe ich nur noch den leichten genommen. Plus die erhöhten kritischen Chancen bei Treffern bei leichten Angriffen. Das heißt, ich setze jetzt voll auf den leichten anstelle des schweren. Habe dazu hier ein bisschen mehr auf Defensive geskillt, dass ich weniger Adrenalinpunkte verliere, wenn ich getroffen werde. Das werden wir später noch komplett ausbauen. Wieso, weshalb, warum? Weil ich hier oben jetzt geskillt habe, dass ich mit Adrenalinpunkten mehr Schaden machen möchte. Waffenschaden sowie Zeichenintensität, beziehungsweise dass auch die Adrenalinausschüttung um 5% erhöht wird und das Wirken von Zeichen Adrenalin freisetzt. Das habe ich jetzt so geskillt, in der Hoffnung, dass ich dadurch dann mehr Adrenalin, aka mehr Schaden mache. Geskillt habe ich jetzt hier in diesem lustigen Zeichenbaum einmal die große Druckwelle, dass man da eventuell irgendwann weitermachen kann, plus dieses Axi-Zeichen, dass ich Leute überreden kann. Die beiden Sachen habe ich geskillt. Allerdings möchte ich erstmal nicht weiter in diesen Zeichenbaum skillen, weil ich vielmehr in diesem Kampfbaum weiterkommen möchte. Denn hier unten gibt es ziemlich geile Klamotten, wie das hier zum Beispiel beim Eintritt in den Kampf jetzt sofort einen Adrenalinpunkt hinzugefügt. Ja, und wie gesagt, da möchte ich hin. Das heißt, wir müssen erstmal 20 Punkte in diesen Baum halt investieren, um da runterzukommen. Das heißt, die nächsten Punkte werden alle weiter in den Kampfbaum halt gehen. Ja. Guten Abend, Sless. Der Spendenhype fängt wieder an. Das Geld geht an CSI Sless von Riva für weitere Ermittlungen im Fall The Witcher 3. Dies ist keine Nachricht von, den Rest konnte ich nicht lesen. Jetzt muss ich umschalten. Mann! Verdammt! Schreibt nicht so lang! Ist ja schlimm, kann ich ja gar nicht lesen. Moment! Dies ist keine Nachricht von Eisentakus. Ah, der Hanswänger, der kryptische... Kryptische Nachrichten hinterlasse für Eisentakus. Dankeschön, Hansbänger. Der Captain, nein, der Lokomotivführer vom Spendentrain. So war's, ganz genau, der Hansbänger. Nee, man kann beliebig oft umskillen. Den Trank, der kostet jedes Mal 1000. Kannst du oft umskillen, wie du lustig bist, so oft du 1000 Goldmünzen hast. Den kannst du halt einfach wieder kaufen. Ja, und das ist jetzt halt meine Skillung. Wollte ich nur mal jetzt eben noch drauf eingehen. Wenn der nächste Slot hier gleich aufgeht mit dem Level-Up, packen wir das lustige Sonne und Stern hier unten rein und das Abwehrding packen wir dann hier oben rein. Dann haben wir nämlich drei rote hier drin und haben die volle Boni-Anzahl von der Angriffskraft. So habe ich mir das irgendwie überlegt. Also das soweit erstmal dazu. Mehr habe ich nicht gemacht. Gewendort habe ich ein bisschen, natürlich. Das heißt, die Taschen sind leer, wie man oben sieht, 45 von 160. Das heißt, wir können heute das große Looten anfangen. Perfekt. Können richtig viel mitnehmen und ansonsten der Rest ist gleich. Ja, der Rest ist gleich. Sonst habe ich nichts gemacht. Den Sattel hatten wir ja im Pferderennen bekommen. Die Satteltaschen hatten... Ach doch, die Scheuklappen. Die Scheuklappen habe ich mir noch gekauft. Ami-Krieger. Danke fürs Einschalten. Und natürlich, mein Lieber, vielen Dank fürs Follow. Hier, die Scheuklappen habe ich mir noch mal bei dem allerersten Greifenhändler geholt, den wir vom Greifen gerettet haben. Die habe ich mir jetzt auch mal geholt. Wall of Text.
Ich muss schon wieder umschalten. Hier, Scheuklappen gekauft bei, ne, Aldi. Bist du? Hier, weg, du, Du hast es kaputt gemacht! Zu viel geschrieben! So, jetzt sollte es vielleicht wieder gehen, nachdem Spike einfach zu viel Text geschrieben hat und mein Stream-Programm kaputt macht. Da kann man ja nicht mitrechnen. So, jetzt habe ich es repariert. Moment. So, bald ist Dampfergrillen-Hype. Auf einen Superstream und dass dadurch meine schlechte Laune verfliegt. Moped-Club-Hype. Und ein Gruß an diese Super-Community. Da macht es richtig Spaß, Mod zu sein. Ach ja, Markus, mach weiter so, Lieblingsstreamer. Loot! Da liegt Loot! Ich will den Loot haben! An dieser Stelle Spike und Jupiterlicht, ihr beiden Verrückten. Dankeschön! Ich komme ja noch nicht mal zum Spielen. Kriegt auch noch eine Schnappi-Geste obendrauf und ein Klumpenherz. Kommt von Herzen, dieses Klumpenherz. Spike und Jupiterlicht, Dankeschön. Oh Mann. Ihr Verrückten. Ja, ich hoffe, ich kann eure Laune aufbessern. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Wobei gebe ich mir Mühe? Laune aufbessern. Gut spielen und anfangen, würde ich behaupten. Jetzt habe ich natürlich nicht lesen können, weil ich mich in Rage rede, Rage bedanke schon wieder. Sorry an der Stelle. Hat Raggi geschrieben oder White Fox, ob er beim Dampfergrillen ist? Weil ich habe es überlesen. Sorry, Raggi, wenn du jetzt geantwortet hast, weil ich schaue jetzt erst wieder auf den Chat und, ich hab's nicht gesehen. Eventuell kann ein Mod dann nochmal sagen, was Raggi gesagt hat, oder Raggi nochmal selber. Krüppelherz, ja, es ist Eisentagus, ich bin da so verflucht schlecht drin. Tut mir leid. Läuft das Recording? Ich bin schon wieder völlig außer Fasson. Recording läuft, ja, Framedrops, nein. Eieiei. So, und so sieht jetzt unsere Plötze mittlerweile aus. Hier mit diesem lustigen Deluxe-klimatisierten Sattel mit den Scheuklappen. Mit den richtig dicken Taschen, mit dem Greifenkorb und hier kann ich schon wieder irgendwann looten. Ja, dann nehmen wir das doch mal mit, was immer das hier auch ist. Fox ist da. Hätte er doch was gesagt, der White Fox. Der hat ja von mir einen Dampfer, Verdampfer bekommen. Ja, also wie gesagt, dann hätte ich ihm das ja auch mitbringen können. Schade, Raggi, dass du nicht da bist. Hätte mich gefreut. Ja gut, den White Fox, den werde ich dann mal, knuffen. So. White Fox oder White Fuchs, der sich mit O0 schreibt. Wie ich da drauf gekommen bin, es gab eine Tasche. Habe ich in den Streams auch zu Beginn gesagt, wo ich die gekauft habe. Die Tasche macht 100 Kapazität, also 60 Basiskapazität. Und 100 die Tasche macht 160. Wie gesagt, in einem der Streams direkt zu Beginn habe ich das gesagt. Frag mich nicht, ob letzten oder vorletzten. Habe ich zufällig beim Händler gefunden. Da habe ich gesagt, genau bei dem Händler könnt ihr die kaufen. Also wie gesagt, irgendwo hatte ich es erwähnt, aber frag mich nicht mehr wo. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. So, ich würde sagen, Ziel war es, uns mal hier diese Fragezeichen ein wenig näher anzugucken. In der Hoffnung, dass wir nämlich den einen oder anderen Skillpunkt noch finden. Das war die Ursprungsidee hinter dem Vorhaben, dass wir heute nicht direkt mit der Story weitermachen. Jetzt wäre natürlich die Frage, wo fangen wir an? Ich behaupte mal, wir porten uns nach hier. Wenn wir das Schild hier haben. Und gucken uns einfach da oben mal um. Ich hoffe einfach mal, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Skillpunkt finden. Also quasi diese Zeichen, wodurch wir einen Skillpunkt bekommen. Diese Tempelanlagen. Das kann ich nicht lesen, Michael. Das ist zu viel. Ich muss umschalten. Alter, ich brauche einen dritten Monitor. Es geht nicht. Ich brauche wirklich... Ihr merkt's. Also nicht, dass ich jetzt hier einen auf Mimimi mache und sage... Ich bin edel, ich brauche einen dritten Monitor. Nee, auf dem passt es nicht und ich muss umschalten. Ich brauche einen dritten Monitor. Nein, falsch, ich habe einen dritten Monitor. Ich brauche den Platz für einen dritten Monitor. Nicht, dass jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, mir einen Monitor zu spenden. Ich brauche den Platz. Also wenn, müsste mir jemand einen Aufräumer vorbeischicken. Das könnte ich gebrauchen, der das Zimmer aufräumt. Tapfergrillen ist bald. Da lernen sich einige Mods von hier endlich mal persönlich kennen. Ich freue mich wie Bolle auf einen Moped-mäßigen Stream und einen angenehmen Abend hier zusammen mit dir und dem Chat. Wall of Text Ende. Michael. Dankeschön. Schreib weniger. Michael, nicht Michael. Michael, tatsächlich Michael. Musste ich auch lernen. Henning. Dankeschön. Ihr seid verrückt. Bin ich jetzt gereist? Ich weiß es nicht. Zacki. Klingt fast wie Schnappi. Willkommen und danke fürs Einschalten. So, und wir wurbeln uns jetzt mal hier zu den ersten lustigen
Klamotten hin, würde ich jetzt einfach mal so Rumsasa und Bumsasa sagen, sonst kommen wir heute zu gar nichts mehr hier in dem Stream. Ich nehme schon wieder vor, Mann. Chat kann ich auch nicht lesen. Ja, ein Haus muss es nicht sein, Ragi. Also wie gesagt, das Problem ist einfach, ich habe hier eine Schreibtischlandschaft. Ich muss das irgendwann mal zeigen. Der Schreibtisch steht komplett an einer Wand, geht um die Ecke auf die andere Wand. Ungefähr 2 Zentimeter, nachdem der zweite Monitor aufhört, siehst du keinen Schreibtisch mehr. Weil da ist voll. Da steht eine ISDN-Anlage, da steht Drucker, da steht Dampfzeug, Wickelzeug, Aktenordner, Zewa-Rollen, Dampfzeug, noch mehr Zewa-Rollen, Kisten, Badmintonbälle. Warum da Badmintonbälle stehen, weiß ich nicht. Ich spiele eigentlich gar kein Badminton. Kameraobjektive, Headsets, Bücher. Kurz gefasst, der Schreibtisch ist ab dieser Region nicht mehr existent. Ich bräuchte da mehr Platz. Und ich weiß nicht wohin. Weil das hinterm Greenscreen, was da steht, weg muss. Will jemand 300 DVDs haben? Kann er sich abholen. Für ganz wenig Geld. Aber die sind 7. Kriegen wir hin. Achso, Moment. Ich möchte bitte hier Bumsasa. Hier haben wir alle umgehauen. Das ist gut. So, dann haben wir hier noch einen. Captain Piratenmann. Ruhe im Puff. So, jetzt haben wir das Dorf wieder befriedet. Lange lebe die Giftfalltaktik. Plan B mit Giftsilberfallchen. Geile Taktik. Das ist auch das, was ich am meisten an Bloodborne vermisst habe. Dass es da halt tatsächlich keine Pfeile gibt. Weil man kann sonst wirklich viel mit Pfeil und Bogen machen. Und allein deswegen, ja, Plan B mit Gift. Und wie gesagt, Arno Londo, ich hoffe, ich konnte dir euch damit helfen. Und Moment. Dankeschön. Ihr seid verrückt heute. Ach, oh Mann. Nein! Source-Hype! Endlich kann ich deine Schönheit ohne Pixel bewundern. Das ist doch eine Schnappi-Geste wert. Stimmt. Alle, die können, machen mal Slash Praise für die gute Lisa, für die Scarlet, denn die hat heute neues Internet bekommen und kann jetzt tatsächlich nicht, muss nicht mehr auf Low gucken, kann das erste Mal auf Source gucken und sieht mich und denkt sich jetzt wahrscheinlich, warum bin ich hier Mod? Warum habe ich hier gesubbt? Ich muss weg. Der Typ sieht aus wie Elton. Hallo Lisa. Danke Lisa. Alles gut. Alles gut. Also, hoffe ich. Wenn du mich jetzt immer noch guckst, dann, alles gut. Oh, Mann. Ja, ihr seid verrückt, Mann. Muss mal ganz kurz hier den ganzen Kram looten. Ah, schon wieder dieses Feuer ausgemacht. Oh, hier war jetzt irgendwie eine Kräutertante. Kräutertante. Geh weg. Erstmal alles mitnehmen. Brief. So, dann haben wir das Ding hier auch ausgeräubert. Elton hat aber kein Loch im Bart. Ja, das ist, stimmt. Wobei das mein geringstes Problem ist. Ach, du bist ja gar nicht Elton. Du hast ja ein Loch im Bart. Natürlich, wenn das der einzige Grund, die einzige Möglichkeit ist, wie man mich und Elton unterscheidet, dann, was hast du denn? Gucken wir mal deine Waren an. Vielleicht hast du ja irgendwas Lustiges. Was? Du wirst lachen, Eisentakus. Wenn du dir meine Konfirmationsbilder anguckst. Ich hatte wirklich ungelogen auf meiner Konfirmation. Alle, ja, das waren 20, 25 Leute. Mädels in weißen oder schwarzen Kleidern und Typen in weißen oder schwarzen Sakkos. Und ein Typ auf diesem Bild hat ein rotes Sakko an. Rate mal, wer das war. Ist kein Witz. True Story, True Story. Ich hatte auf meiner Konfirmation als einziger, ich weiß nicht warum, ein rotes Sakko an. Ich weiß nicht wieso. Erscheinungsabsud. Ja, ich gucke natürlich immer, was die Händler hier so haben. Um mal zu gucken, was man eventuell mal kaufen können, sollen, wollen, wollte. Ne, die Leber ist, ich brauche Herzen, glaube ich. Wolfsherzen. Die Leber habe ich genug. Naja, der hat nichts Spannendes. Leb wohl.
Oh Mann. Ich kann ja nichts dafür. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich wollte damals irgendwie aus der Masse hervorstechen, weil alle... Eigentlich wollte ich ein Weißes, weil zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, was, Indiana Jones 1 oder 2, wo er am Anfang in Shanghai ist und pokert. Oder, nee, nicht pokert, aber irgendwo ist Indiana Jones in Shanghai. Und da hat er ein weißes Sakko an. Und eigentlich wollte ich aufgrund dieses Films ein weißes Sakko. Aber weil zu dieser Zeit der Film gerade populär war, haben wirklich viele ein weißes Sakko getragen. Und ich habe gesagt, nee, weil alle das jetzt machen, will ich es nicht machen. Und da hatte ich dann ein rotes Sakko. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwas ist ja immer. Ja, keine Ahnung. Ich sollte nicht so viel aus meinem Leben erzählen. Irgendwann wisst ihr alles über mich und ich weiß leider so wenig über euch. Das ist dann auch schade. Was haben wir denn hier eigentlich? Ein kostpflichtiger... Ja, mach mal an. Lies den Brief, den du gefunden hast. Ja, kriegen wir hin. Das lässt es ein Rebell. Ja, man muss halt nicht alles so machen, wie es jeder macht. Das ist ja dann auch irgendwie langweilig. Ich überlege gerade, was ich damals, als ich im ZDF war, anhatte. Ich weiß es gar nicht. Das wisst ihr ja wahrscheinlich auch nicht. Oder ich habe es halt schon mal erzählt. Ich war tatsächlich im Fernsehen. Mhm. Kennt ihr noch Kai Böcking und die Sendung Risiko? Da war ich zum Thema Harrison Ford. Weil ich war damals richtiger Harrison Ford-Fan. Und hatte zu Zeiten des Internets, wo noch jeder im Internet war, schon eine Homepage. Und da ging es um Harrison Ford. Und das hat der ZDF gefunden. Und die haben mich angeschrieben, ob ich nicht in die Sendung Risiko kommen möchte. Mit dem Thema Harrison Ford. Und ich dachte mir so, cool, klingt cool. Fahren wir mal nach Köln-Hürth. Dann bin ich nach Köln-Hürth gefahren. Und war zwei Sendungen bei Kai Böcking. Hab leider eine Frage nicht gewusst. Ich hasse nämlich Frantic und mag Franzosenfilme nicht. Deswegen, naja, egal, die Antwort wusste ich nicht. Habe aber einen 15-bändigen Brockhaus gewonnen. Natürlich in Printform in der Super-Sonder-Edition von James? Emanuel? Nee, wie heißt der? James Rizzi. Son Moped. Passt in keinen Schrank. 15 Bände. Welchen Schatz denn? Wo bin ich denn hier? Risiko, was macht man da? Fragen beantworten zu Harrison Ford. Da war unter anderem die Frage, wo startet der zweite Teil von Indiana Jones und der Tempel des Todes? Oder wo ist die Opening-Sequenz? Und dann musste ich sagen, Shanghai. Oder was weiß ich, was war Harrison Fords Beruf? Tischler. Sowas halt. Das war Risiko. Ich hab's zu Beginn gesagt, Oikon. Also es müsste dann am Anfang von dem, wo ich's habe, sein. Ich muss mal ganz kurz... Ach, jetzt kann ich wieder nicht wechseln, oder? Ah, doch. Epicness. Also ich hab's definitiv gesagt. Also ich kann gerne nach dem Stream nochmal gucken. Wer es wissen möchte, unbedingt schreibt mir nochmal eine PM. Ich habe natürlich die Streams hier auf Festplatte. Muss mich nicht durch die VODs hobeln. Und kann da dementsprechend mal schneller durchskippen. Braucht man nochmal hier ein bisschen Sauerstoff. Was? Indiana Jones oder Han Solo? Eher Indiana Jones, aber Han Solo ist auch eine coole Sau. Ist der Grund, warum ich halt die alten Star Wars Teile so feier. Weil halt eben Harrison Ford mitspielt. Harrison Ford. Ich liebe Harrison Ford. Ist halt schade, dass er danach nicht mehr allzu viel Großartiges gemacht hat und auch in dem Sinne nicht der beste Schauspieler ist, weil er hat im Endeffekt nur eine Mimik. Er guckt immer gleich. Ah, was? Die Idee von Kasuari ist gar nicht schlecht, dass man wirklich... Wohin mit der Flasche? Ich weiß es nicht. Da stehen schon wieder zu viele Zebra-Rollen. Dass man sich wirklich ab und zu mal nach dem Stream halt trifft und da ein bisschen miteinander schnackt. Wie gesagt, jetzt nicht unbedingt nach den Late-Night-Streams, die bis 3 Uhr gehen, weil dann bin ich auch irgendwann gut K.O. Das müsste man dann nach dem Sonntagsstream irgendwann mal machen, dass man sich da halt mal trifft. Da ist schon mal was. Aber die Idee ist nicht schlecht, weil ich überlese halt einer sehr viel. Und dementsprechend wäre sowas gar nicht mal schlecht.
Idee ist halt echt nicht falsch. Aua. Geh weg, ich muss auftauchen. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Den letzten Indiana Jones Mia hat es nie gegeben. Es gab Indiana Jones und der letzte Kreuzzug und dann war Ende. Da kam nichts mehr. Was danach kam, war, weiß ich nicht, ein Beweis dafür, dass Shia LaBeouf keine Filme machen sollte. Und ja, besser nicht mehr als irgendwer eingesetzt wird. Da frage ich mich auch, wie sie den gecastet haben, ey. Shalalabuff. Ja, unglaublich, ey. Ja, ich sag ja, das Silberpfeilchen, das war eher ein Film von und mit gegen Shalalabuff. Das hatte nichts mehr mit Indiana Jones zu tun. Ist in die gleichen Annalen eingegangen, wie, glaube ich, der letzte, Stirb langsam, den ich bis heute noch nicht gesehen habe. Oh, wir brauchen hier eine magische Falle. Nee, den letzten Stirb langsam habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Aua. Wenn das Ding hier mal ein bisschen größer wäre. Dann bauen wir uns hier nochmal was hin. Ja, komm zu mir. Super, läuft super. Jetzt müssen wir hier das Moped noch kaputt machen. Welches Level sind denn wir eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Level 14? Ich glaube, das ist unter Level, ne? Oder sieht machbar aus. Nein, ja, natürlich. So, bitte. Dann nehme ich mal meinen gebratenen Fisch. Nuckel da mal dran. Au. Ja, dann. Haben wir hier. Schwupp. Schema-Harp hier. Naja, gut, dann haben wir das auch. Und wir haben hier noch so ein Dingsi-Bumsi. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Ah, da liegt auch noch was. Nehmen wir mit. Ja, gerade am Anfang des Spiels, da hatte Michael wahrscheinlich recht, habe ich viel übersehen, weil ich da weniger mit den Hexersinnen gespielt habe. Mittlerweile, glaube ich, loot ich recht viel und übersehe auch nicht mehr so viel. Aber gut, das ist halt dem Anfang geschuldet, bis man halt so ein Spiel halt raus hat, wie es funktioniert. Ja, mittlerweile geht's halt. Jetzt würde ich gerne nochmal tauchen. Weil hier liegt ja auch noch irgendwas. Ist das eine Blume? Ne, das ist eine Kiste, ne? Kiste nehme ich noch mit, bitte. Die Blumen sind mir egal. So, dankeschön. Kiste. Oh, Kühlschrank versus Atombombe, Kühlschrank Vince. Ja, wo war das? Irgendwo habe ich das gesehen. Das war so lächerlich. Wobei, das muss ich ganz ehrlich sagen, war auch sehr lächerlich in, ich glaube, Der Anschlag war es. Die Tom Clancy-Verfilmung. Die ursprünglichen Jack Ryan-Filme waren ja mit Harrison Ford und danach war er mit Ben Affleck. Und in Der Anschlag war es ja auch so, dass, glaube ich, irgendwo einfach, ups, sorry, Spoiler, eine Atombombe hochgegangen ist. Und danach leben einfach alle völlig natürlich weiter. Mitten in der Stadt halt hochgegangen. Ach, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Amerika überlebt auch Atombomben. Also da packst du dir manchmal halt im Kopf, was die Filmemacher uns da verkaufen wollen. Das ist schon echt bitter. Oh, wie sind denn da von diesen Mopsen? Die Greifenausrüstung. Was ist denn die Greifenausrüstung? Ich habe keine Ahnung, Robin. Was ist die Greifenausrüstung? Jetzt sag nicht bitte die Werte. Sag einfach, sag am besten gar nichts. Spoiler. Ich habe keine Ahnung, was die ist. Ja, das ist mein Schinkenbrötchen. Was ist hier? Welches Zeug? Nimm mich mit. Nimm mich mit. Ah, da vorne sind Mopse. Also es soll wohl, so wie ich das gelesen habe, ein gutes Hexaset geben. Und das ist wohl einmalig im Spiel. Da muss man wohl irgendwie einen NPC freischalten. Und
Der hilft einem dann beim Bauen. Die Frage ist, ich habe keine Ahnung wie, ich habe keine Ahnung wann, ich habe keine Ahnung wo. Aber auch das werden wir irgendwann vielleicht rausfinden. Oder ich werde mich spoilern. Aua. Sehr ghosty Head. Es ist so mächtig, die Druckwelle. Das ist echt so lustig. Ja gut, hier sind wir natürlich über Level. Oh, wie weit die reicht. Das ist so gut. Au. Au. Ja, wir sind unter Level und sterben trotzdem. Weil wir schon wieder unseren eigenen Ratschlag nicht befolgen, den Bogenschützen zuerst zu machen. Auch hin. Haben wir noch einen? Da komme ich nicht hin. Ich komme da nicht hin. Wo ist denn noch einer? Da. Wie viele das sind. Was ist denn hier los? Clown-Karting. So. Ruhe im Puff. Jetzt können wir den ganzen Kram erstmal ganz fix hier looten. Danach sind wir wahrscheinlich schon wieder voll. So viele Waffen, wie ich jetzt hier von denen loote. Na ja, egal. Können wir einfach dann alle in den Vendor treten. Mit Level 7 werden wir hier bestimmt keine coolen Klamotten finden. Glaube ich. Würde ich behaupten. Weil wir sind ja doch schon ein bisschen über Level. Mal einfach alles mitnehmen. Wie gesagt, nachher einfach mal in den Vendor hauen. Und dann wird sich der Vendor vielleicht auch freuen. Müssen wir nur einen Vendor finden, der noch Geld hat. So, da ist nix. Moment, Riyad, lass mich hier einmal das Ding anfingern. Was wir hier noch anfingern müssen. Lies den Brief. Machen wir. Ha, 80. Doch, gelesen. Setze deinen Hexersinne ein, um hier vorne Schätze zu finden. Ja, werden wir machen. Ja, Pause wie immer natürlich gegen 12. Die etwas längere Pause. Und für alle, die dann dort ins Bett wollen, sich was zu essen machen wollen. Achso, ich esse erstmal ein Schinkenbrötchen. Ja, ich werde reinschauen mir in den neuen Star Wars. Ich hoffe, dass er mir besser gefällt als die Episode 1, 2 und 3, weil die konnte ich gar nicht leiden. Also allein Mixe Jar Jar Binks haben Filmse kaputze gemacht. Weil schlechtester Charakter ever in irgendwelchen Filmen. Furchtbar, der Typ. Geht gar nicht. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, wo das ist, wa? Oh, das ist natürlich schon wieder am Arsch der Heide hier. Mein erster Stream ohne war das NG Plus von Dark Souls. Dark Souls 2, um genau zu sein. Nicht Dark Souls 1. Da habe ich das NG Plus gespielt für die Platin-Trophäe von Dark Souls 2 auf der PS3. Ohne Webcam. Einfach nur gespielt. Ziemlich nervös. Absolut falsche Einstellung. Viel zu viel KBPS. 1080p. Halt überhaupt keine Ahnung gehabt vom Stream. Und ja, das hat Spaß gemacht. Dann nach dem zweiten Stream oder im zweiten Stream, in der Mitte vom zweiten Stream, dann die Webcam dazu geschaltet, wo ich nicht mehr ganz so nervös war. Und, ja, von da an habe ich halt häufiger gestreamt. Erstmal nur sonntags. Ich würde gern dieses Ding da looten. Und, dann ging das alles irgendwie seinen Weg. Dann irgendwann hatte ich mal nur just for fun diesen Spendenknopf eingebaut und die Leute haben ihn tatsächlich benutzt. Und innerhalb von einem Stream hatte ich dann sofort eine bessere Webcam zusammen, weil ich hatte damals halt so eine Opel-Webcam. Ja, und dann ging es immer weiter. Dann habe ich Spaß dran gefunden und habe gesagt, ich würde es gerne mehr machen als YouTube oder mindestens genauso viel. Habe den Rechner halt aufgerüstet. Weil ich hatte vorher halt auch einen alten Bums-Rechner, mit dem du halt nicht spielen und streamen konntest. Ja, und dann kam halt immer mehr Hardware, immer mehr Technik, immer mehr Leute. Und der Rest ist Geschichte. Wo muss ich denn hier hin? Ach, ich muss hier reintauchen. Ah, ich werde sterben. Ich muss da reintauchen. Ja, okay, pass mal auf. Da machen wir erstmal ganz kurz bitte... Ganz kurz erstmal speichern, bitte. Nicht, dass ich hier absaufe.
Nee, ich bin kein Speedrunner, Dashboard. Beim besten Willen nicht. Also da guckt dann lieber den guten Proflo, den wir ja auch gestern gehostet haben. Der freut sich, wenn er da zuschaut und der kann es. Also, wie gesagt, da bin ich leider der falsche Ansprechpartner für. Aber mit Flo haben wir halt auch einen Deutschen, der es halt eben kann. Sowohl halt spielerisch als auch menschlich, wo man gut zuschauen kann. Von daher, da dann lieber Proflo schauen. Wenn es um Speedruns geht, ist das eine Granatenbombe? Nein, ich werde hier sterben. Ich komme hier nicht durch. Was ist das denn? Hallo? Ja, jetzt möchte ich nicht mehr durchkommen. Wenn ich nämlich jetzt durchkomme, bin ich tot. Was ist denn da los? Wieso komme ich da nicht durch? Unsichtbare Wände oder was? Also Proflo war gerade hier im Chat. Ich weiß nicht, ob der nachher noch streamt. Der streamt auch immer so, auch abends in die Richtung. Ja, gerade war er hier im Chat. Da haben wir ihn ja, oder ich habe ihn ja da begrüßt. Ob er da nachher noch streamt, ich weiß es nicht. Im Moment war er, glaube ich, auch mehr an Dark Souls, an Demon Souls dran und jetzt nur ausnahmsweise gestern Scholar. Wieso komme ich hier nicht rein? Oh, jetzt. Ja, looten! Alter, looten! Ja, danke. Was immer das ist. Ich will das da haben. Ich will das da haben! Ich will diese Muschel! Danke! Mupfel, ich will die Mupfel. Da war noch irgendwas, aber das hole ich mir gleich. Ich muss erstmal auftauchen. Erstmal Luft holen. Ja, hatte ich ja gestern halt gesagt, Proflo war halt auch bei den Rocket Beans. Wegen seiner Tätigkeit als Speedrunner war er da eingeladen. Keine Ahnung, ob er da auf seinem YouTube-Kanal oder auf Twitch ein Highlight oder so für hat. Da war er, hat einen Weltrekord in irgendwas inne oder gehabt? Ich weiß es nicht, Flo. Ja, sorry, ich kenne mich mit den Zeiten leider nicht aus. Ja, und von daher, Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, Kasa, tauchen ist wirklich nicht schön in diesem Spiel. So, können wir uns das hier nochmal angucken. Ja, mir, natürlich kenne ich Urmel, habe ich gelesen. Also ich glaube sogar, besser gesagt, das hat mir meine Mutter sogar noch vorgelesen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat das meine Mama noch vorgelesen. Also Urmel aus dem Eis, ja klar, habe ich als Buch. Ich wüsste jetzt nur nicht mehr, wo es steht. Ich glaube, irgendwo auf dem Dachboden meiner Eltern. Weltrekord in Bloodborne Any Persons. Okay, danke, Eisentakus. Also quasi der schnellste Weg von Anfang bis Ende ohne irgendwelche großartigen Regeln. Das heißt halt Any Persons. Was? Bless, bist du eigentlich böse auf die Leute, die nicht spenden oder dich abonnieren? Eigentlich hasse ich die Leute, die abonnieren und die spenden. Ich verstehe nicht, warum. Da ist was falsch mit den Leuten. Die anderen, die einfach hier sind und sagen, schalt besser den Stream ab, die sind mir sympathisch. Alter Momoxian, was ist denn das für eine Frage? Ich bin über jeden Zuschauer dankbar. Und wie gesagt, ich kann es halt nur oft genug wiederholen. Ihr müsst nicht spenden, abonnieren oder irgendwas tun. Einfach da sein, Spaß haben. Vielleicht mal, wenn es hochkommt, was Nettes im Chat schreiben. Das reicht völlig. Und zur Community und zum Community-Gefühl beitragen, das reicht völlig. Alles andere ist absolut optional. Und nur wenn ihr so großzügig seid oder wie immer man das nennen will und euch das absolut nicht wehtut, dann feel free. Aber auch nur dann. Ansonsten nur eine gute Zeit haben, bitte. Weil ich mache hier nichts anderes, außer Spiele spielen, die ich auch so spielen würde. Und ihr habt Spaß dran, ich habe Spaß dran. Win-win-Situation. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage, Momox, ja. Wir Mods hassen dich vom ganzen Herzen. Ja, ich knebel die ja immer, dass die bis 3 Uhr wach bleiben müssen. Eigentlich wollen die ja alle schon immer um 19 Uhr schlafen. Und dann gibt es immer Koffein intravenös. Nein, das war auch ein Kriterium der Mods, dass sie halt ein bisschen länger immer wach sind. Von sich aus, nicht gezwungen. Oh Mann, oh Mann. Ja, gucken wir mal, wo wir als nächstes hinwollen. Ich habe Batman noch gar nicht bestellt, Dashboard. Ich überlege noch, wo ich es bestelle.
Ich habe die Frage von Robin. Ich habe Robin eine Frage gestellt und ich habe die Antwort nicht gelesen. Sprechen wir mal in WhatsApp, Robin. Wegen den Versandkosten von Games Only. Ob du da schon 20 Mal bestellt hast und versandkostenfrei hast. Weil ich habe da noch nicht versandkostenfrei. Was ist das denn hier unten? Ja, pass auf. Ich würde sagen, wir gehen nach hier. Reisen nach da. Und gehen nach da. Klingt nach einem guten Plan, wa? Anfang von Stream 6, genau, Oikon. Wie gesagt, solche Informationen, was ich offscreen finde, wenn ich die Händler absuche und wenn ich mir was kaufe, das sage ich in der Regel immer halt nochmal als Info im Stream, weil ich das halt wichtig erachte, wenn ich halt irgendwie solche Items finde. So, dann wollen wir den Spenderhasser mal ein wenig den Spendenhass mal ein wenig schüren. Was hast du nun davon? Warum sage ich das immer? Es sollte mehr mit umgekehrter Psychologie arbeiten oder so. Spendet mehr, alle! Michael, du Verrückter. Ich bin gespannt auf Freitag. Da werden wir uns ja das erste Mal sehen. Und ja, da bin ich gespannt, wie der Michael so ist. Der mir hier immer die Euros an den Kopf schmeißt. Dankeschön. Ja, die schlafen natürlich, ne? Weil es ist 1.36 Uhr, da ist wieder kein Händler am Start. Na toll, jetzt muss ich meditieren. Nee, mache ich jetzt nicht, weil ich habe schon eine Bombe verbraucht. Das heißt, machen wir später. Sonst würde unser Alkoholzeug nämlich das wieder herstellen. Da will ich jetzt nicht dran. Hin, Dings, Bums. Was? Meine Finger könnten... Soll ich meinen Mann zum Fluss schicken? Ich bin immer bis 5 Uhr wach, warum ich kein Mod? Router scrollen. Eisentakus steht in der FAQ. Die geheimen Rituale im Zirkel des Mopeds und so. Das ist ganz kompliziert. Ganz kompliziert. Spike, das hasst uns, die Magno Yassi. Was? Ich schließe mich Michael an. Hass mich bitte noch mehr. Ah. Hilfe. Lisa. Ihr seid alle verrückt. Ich sag gar nichts mehr. Ich ignoriere das. Oh Mann. Funktioniert denn dein Internet, Lisa? Ist es stabil? Alles gut. Oh, ich nehme erstmal... Ah, genau. Wegen diesem Wasservibe nehme ich erstmal noch ein Brötchen Eis. Brötchen-Eis. Ja, natürlich. Ich nehme ein Brötchen-Eis. Hass uns nicht. Bitte nicht. Ja. Ich muss hier... Das Vibe. Das ging gut. Das war super. Genau wie die Spende wie von Jupiter, Licht und Lisa. Danke, ihr zwei. Oh, Mann. Das ist übertrieben heute. Bestienöl. Ah, Manuskriptseite. Das ist gut. Solche Sachen liebe ich. Sowas ist immer gut. Irgendwelche Rezepte, Manuskripte und Dinger, die man bauen kann. Alter, ich heute verrückt. Kann ich... Mann! So, da kamen wir nicht hin. Das tue ich mir heute in dem Stream nicht an. Das heißt, dann würde ich sagen, gucken wir als nächstes mal in die Richtung, ne? Ist die Frage, nach da reisen und dann hier runter gehen, ne? Ja, machen wir das so. Würde ich sagen. Was? Skales Internet ist stabiler als der Türsteher? Welcher Türsteher? What the fuck are you talking about? Ich hab keine Ahnung. Die reden alle wirres Zeug. Ja, da schließe ich mich an, Lisa. Ich verstehe kein Wort. Hab gerade den gesamten Chat gelesen und denk mir so, worüber redet ihr? Ich, naja, wenn ihr das wisst, ich weiß es nicht. Passt schon. Nein, aber ich hoffe, wie gesagt, Lisa, dass es jetzt halt gut und stabil funktioniert. Nicht, dass du halt eben zu starke Fluktuationen hast und den Stream jetzt endlich mal genießen kannst. Das wäre mir ein Anliegen. Ich sollte dieses Ding einfach antatschen. Das Ding, nicht Lisa. Das Ding. Hier, das Schild, Brett, Schildbrett. Pitbrett, Schild. Ich rede heute auch wirres Zeug.
Ja, ich wünschte, er würde nachwachsen, aber nur an gewissen Stellen nach. Irgendwas ist ja auch immer falsch. Ach, dieser Bart. So, ich will da hin. So, dann wuppeln wir uns mal hin. Nehmen wir hier noch zwei Blümchen auf dem Weg mit. Feromox, ja. Das ist halt... Ach, ich weiß auch nicht. Meine Verwirrtheit steigt prozentual mit den Spenden. Das ist irgendwie... Ich verstehe nur Bahnhof. Okay, also ihr Internet scheint Lags zu haben. Wenn sie nichts versteht, dann hat Lisas Internet Lags. Kombiniere. So ist das. Hilfe! Hilfe, Meister! Was? Oh, hier ist eine Quest. Hallo. Grau und gebeugt, aber naiv wie ein Kalb. Auf ihn! Nein. Der Mutant wird gar nichts. Ich glaube, ich habe aus Versehen den Falschen getötet. Kann das sein? Den ich vielleicht gar nicht hätte töten sollen. Au, da war ein Leck. Also im Spiel, nicht bei euch. Ja, vielleicht auch bei euch, weil es im Spiel war. Aber ich glaube, ich habe hier den Questmann auch kaputt gemacht aus Versehen. Oder der ist schon gestorben. Ne, der liegt hier noch. Man weiß es nicht. Irgendwas war hier falsch. Ist wohl gestorben. Ja. Oh Mann, oh Mann. Aber wie schon gesagt wurde, einfach ein Spiel, ein Mikro, eine Internetverbindung, Twitch. Und dann hat man Spaß. Finde ich super in der heutigen Zeit. Ich schaue kein Fernsehen mehr. Also im Endeffekt schaue ich nur noch Twitch. Irgendwer streamt immer, den man sich angucken kann. Aua, dummer Huhl. Und das Schöne ist, gerade dieses Jahr kommen noch super viele Spiele, die mich halt interessieren. Also das heißt, dieses Jahr haben wir eher das Problem, es sind zu viele Spiele, die wir auch alle gar nicht spielen können. Also im Sinne von zum Release. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber das werden wir auch noch rausfinden. Irgendwie. Ich muss es zerstören. Ja, dann mach mal. Coolness kaputt machen. Und weg bitte. Weil sonst macht's hier Bumm. Und dann können wir das Coolness nämlich noch looten. Ach, jetzt haben wir sogar hier wieder eine Stadt. Ach, wir haben hier wieder eine Stadt befreit. Cool. Kriegen wir vielleicht nochmal einen Wegpunkt oder so. Verstehe Markus gut, aber der Chat nicht mehr. Ja, das geht mir auch oft so, Lisa. Ich weiß nicht, aber das ist ein gutes Zeichen, wenn ihr euch untereinander unterhaltet, dass ich auch ab und zu einfach mal Gehirn-AFK tot sein kann. Das ist schön, dass ihr gut klarkommt. Weil sonst muss ich euch ja immer animieren, aber wenn ihr euch selbst animiert, ist Bombe. Und das meine ich jetzt nicht ironisch. Goldener Ring. Hat sich ja nicht so gelohnt, aber hier mein Händler. Da können wir schon mal vielleicht Zeug verschenken. Oder, ja doch, um 19 Uhr arbeitet der. Kurz gucken. Aha. Was ist das denn? Wo haben wir das denn her? Da, fuck. Ja. Ups. Das nehme ich ja mal mit. Keine Ahnung. Bei Level 7er Mobs ist auf einmal hier ein Porno-Schwert gedroppt. Das Pornoschwert der Herzen. Das nehmen wir natürlich mit. Oh, das ist sogar auch besser. What the heck? Ja gut, aber die Boni sind halt nicht so geil. Nee, also für den Schaden nehme ich es nicht mit. Das hat mir zu wenig Boni. Ich hätte gern die Boni. Alles ist besser mit Boni. Der Rest ist alles hier schon wieder nur Krempelmüll. Oh, da sind schöne Plunderbuchsen. Die muss ich mir mal genauer angucken. Die Plunderbuchsen. Na, ja, sind aber schlechter. Ja, die sind schlechter. Und hier haben wir noch einen Sattel mit 45 Ausdauer. Wie viel macht unser? Ja, wir haben ja mittlerweile so einen Rennsattel der Herzen gekriegt, ne? Mit, ich weiß gar nicht, wie viel Ausdauer. Auf jeden Fall viel Ausdauer. Wo ist er denn? 50, also deutlich besser. Ja, der sieht auch bequemer aus. Der ist besser für meinen Elfenarsch.
Was haben wir hier? Rüstungsdurchbohrung, Zeichenintensität und Schaden zu reflektieren. Wo kann ich die denn einbauen? Bauen wir mal ein. Die kann ich in die Handschuhe bauen. Ja, komm, bauen wir einfach mal alles ein. Platz wählen. Ein da und ein da. Dann haben wir das irgendwo aufgeteilt. Und was haben wir hier? A-Zeichenintensität. Ja, komm, bauen die Stiefel rein. Dann haben wir hier alles komplett einmal verbaut. Drauf geschissen. Dann können wir den Rest nämlich verkaufen. Oh. Sei gegrüßt. Philipp, warum habe ich Schwalbe nicht ausgerüstet? Die Gegenfrage, warum sollte ich? Weil ich so viel Essen habe, was mein Inventar zumüllt und mich das nicht nichts kostet. Schwalbe kostet augenscheinlich nichts, kostet aber ein Alkohol bei der Wiederherstellung, wenn es aufgefüllt wird. Und das nehme ich nur für Bossklamotten. Dementsprechend nehme ich erstmal das Futter, was ich finde, halt hier Eisbrötchen und wie die ganzen Dinger alle heißen. Oh, der hat nur 160, na geil. Das wird heiter werden. Das wird nie gut enden. Oder? Na, ein bisschen. Ein bisschen Platz kriegen wir schon. Drei. Jetzt ist er pleite. Naja, irgendwas ist ja immer. Leb wohl. Da ist der arme Händler pleite. Gut, wir speichern, weil wegen gute Waffe, bisschen gewendert und alles gut. Leider kein Skillpunkt, was das eigentliche Ursprungsvorhaben war. Das ist halt, wie gesagt, leider die Kacke dabei. Aber wir waren ja eh auf dem Weg zum nächsten Dorf. Also besser gesagt, zu den nächsten Punkten, glaube ich. Nee, waren wir nicht. Waren wir doch? Waren wir. Waren wir nicht? Waren wir doch. Waren wir nicht? Waren wir doch? Ich weiß es nicht. Gucken wir hier. So, gehen wir da hin. Warum nimmst du die Waffen? Die Waffen auseinander. Wahrscheinlich soll es heißen, nicht auseinander, Zocknaff. A, kostet es Geld. Wenn es umsonst wäre, würde ich es machen. Und ich B, im Moment sowieso zu viele Materialien habe. Das heißt, ich habe knapp, wo sind wir gestartet? 45, 50 Gewichtseinheiten an Materialien in den Taschen, die ich nicht benutzen kann. In Form von Sergeant Robson und seinen 5 Euro. Die sind so schwer im Inventar. Ich liebe meine Mod-Kollegen und die Community. Ach, und Markus, hab es schon erwähnt, du bist der Beste. Nein, Robin. Die Community, nicht ich. Hier, du. Ja, wobei du klingt so speziell. Community im Allgemeinen klingt, glaube ich, besser. Robin, Mann. Schon wieder. Du hast doch gestern gespendet. Oder? Gestern? Oder war es gestern Alex? Auf jeden Fall, du hast schon zu viel gespendet. Robin, du verrückter Mann. Ich danke dir. Ich hoffe, du hast noch Spaß in Project Cars. Wobei, ist der Bell heute da? Der hat sich das auch geholt. Beltor, ich wollte dem nicht auch fragen, ob es ihm noch gefällt. Was bist du? Hallöchen. Ja, cool, cool. Was bist du? Ich glaube, so ein Moped-Ding. Nadelwarz. Was? Wie heißt du? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Gnadel? Was? Gabel? Achso, Gabel. Aha! Wir nehmen Schinkenbrötchen, just because. Und hau dann mal weiter auf den Gabelschwanz, Gnadelwarz, der kutterbunten Herzen ein. Oh, der ist jetzt gefangen. Das ist das Ende von Captain Gnabelwarz, Gabelschwänze. So, jetzt ist die Frage, wo ist mein Loot hin? Da. Ja, nehme ich mit. Jetzt hier noch so ein Gabelschwanz? Nee, ein Necker. Den hatten wir auch schon. Ups. Necker kaputt. Das war einfach. Ja, Zocknaff hatte gefragt. Deswegen zerlege ich die Klamotten nicht, weil ich eh genug von allem habe. Außer diese ganz besonderen Sachen, die da allerdings dann auch komischerweise nicht rauskommen. Dementsprechend lohnt sich das in meinen Augen nicht wirklich im Moment.
Wenn ich was bräuchte, würde ich was zerlegen. Aber im Moment komme ich halt ganz gut so klar. Ja, ich würde sagen, wir machen kurz einen Abstecher nach da unten. Und gehen dann hier über den Weg und gucken uns hier mal weiter um. Weil, wie ihr seht, hier waren wir noch gar nicht. Also hier in dem oberen Bereich. Bis hier oben waren wir nicht und hier ist noch alles voll. Also das heißt, da können wir heute einmal den Rumlaufen-Stream machen. Dann kann ich da halt auch ein bisschen labern auf den Chat halt gucken, wenn halt nur zu viel Story ist. Das ist halt der Nachteil an der Story. Das haben wir heute auch bei Stefan gesehen. Kommst halt nicht zum Reden, weil halt ständig die Dialoge in der Hauptstory halt laufen. Und da muss ich still sein. Aua. Das ist so gut. Das war so ein Mops, Mann. Nicht erwischt. Das ist so gut, dieser Skill. Ich denke. Ja, der auch. Ich denke halt gerade nochmal drüber nach. Also, diese Druckwelle ist echt mächtig, ey. One-Shot ist damit mit Glück halt Gegner. Ja, ich passe immer beim Rumlaufen auf, Kasa. Also ich habe die Augen schon auf und guck halt nur auf den Chat. Also es geht schon. Ich spiele ja schon vorsichtig. Wie gesagt, ich weiß schon, dass hier halt auch dann auf einmal Level 25 Mobs kommen könnten. Das ist hier in diesem Spiel halt sehr komisch. Man weiß halt nie, ob man halt im richtigen Gebiet ist oder ob jetzt halt die Monster-Möpse kommen. Die Frage ist, wo sind wir hier eigentlich? Was ist denn hier? Dashboard-Effekt spielt es anscheinend auch. Ja, wie gesagt, ich überlege noch. Gut, das wäre jetzt halt tatsächlich ein Stream, ein Spiel, was ich nicht streamen würde, weil ich zu schlecht drin bin. Das würde ich halt privat mal so zwischendurch spielen, wenn ich halt Langeweile habe. Aber dafür war es mir ehrlich gesagt im Moment noch ein bisschen zu teuer. Gerade weil halt Witcher rausgekommen ist und jetzt auch noch Batman rauskommt. Das, ja, war mir ein bisschen zu viel. Man hat ein Pferd. Klar, Plätze haben wir. Zocknaff. Allerdings bin ich tatsächlich beim ersten Mal durch die Welt gehen, durch die Weltgeher und nicht durch die Weltreiter, weil da kannst du nicht looten. Und das ist halt wie die Diskussion in World of Warcraft, ob man da fliegen können sollte oder nicht. Beim ersten Mal der Erkunden finde ich es halt von diesem, ich hoffe, du kannst mit dem Wort was anfangen, die Immersion ist halt deutlich stärker für mich in der Spielwelt, wenn ich mich zu Fuß bewege, weil hier Blume, zack, mitnehmen. Wäre ich auf dem Pferd, wäre ich nicht abgemountet, wäre vorbeigeritten zum Ziel und wäre erst da wieder abgestiegen. Das heißt, beim Erkunden, beim allerersten Mal renne ich meistens durch die Welt und nur wenn ich von A nach B gezielt will, setze ich mich tatsächlich auf dem Pferd. Personen in Not. Jetzt ist die Frage, welches Level haben die Möpse hier, die Person in Not hier quälen. Ah ja, gut. Das ist nicht so viel. Stehen wir wohl auch hin. Da ist der Regentenanführer schon zweigeteilt. Haut ihn weg! Haut ihn weg! Ah ja, der Bogenschützenmann. Hast du den Bogenschützen? Nein! Oh, die fallen aber nicht um, die haben gute Stamina. Au. Großer Fehler, Dr. Jones. Nicht böser Fehler, Dr. Jones. Großer Fehler. Ups. Ja, kurzum, liegt einfach nur daran, wie man halt ein Spiel erleben will. Ich habe halt immer Angst, beim ersten Mal viel zu verpassen, wenn ich zu viel reite. Deswegen bin ich halt immer zu Fuß unterwegs. Einfach nur eine Eigenart von mir. Natürlich könnt ihr auch reiten. Oh, ist man immer hier frei? Hallo, bitte freilassen. Hallo, freilassen. Ja, hier. Oh Hexer, such den Schlüssel und lass mich raus. Du wirst es nicht bereuen. Ja, mal meinen Schlüssel finden. Frage, wo ist denn der Schlüssel? Ach, hier bestimmt beim Hauptmann. Naja, natürlich. Der Hauptmann hat den Schlüssel. Sounds legit. Was haben wir hier noch? Da haben wir noch was. Moment, ich loote eben. Dann gucke ich wieder auf den Chat. Diese Lager sind halt immer bumsvoll mit Zeug. Gut, dass wir jetzt mittlerweile viel looten können. Ja, und zerlegen
ich mag die Entscheidung halt nicht, dass es Geld kostet. Natürlich ist es eine Dienstleistung, die der Schmied für dich übernimmt, aber du musst halt überlegen, was du zerlegst. Wenn du halt jeden Krempel zerlegst, kostet das auch richtig viel. Von daher habe ich es halt nicht gemacht, weil ich da lieber mein Geld erstmal gespart habe und die Sachen dann einfach verkauft habe. Ja, und so konnte ich mir halt das ein oder andere Rüstungsstück schon bauen, beziehungsweise Alkohol, das ist schon mal hier gut. Beziehungsweise auch umskillen, ohne dass es mir jetzt finanziell so weht hat, dass ich jetzt in den Ruin gelandet bin. Was haben wir? Hier noch irgendwas? Ja, da ist noch was. Ich will das haben! Gib mir den Loot! Ah, danke schön. Und hier ist auch noch was. Ja, wirklich hier alles gut versteckt. Ups, einfach mal über das Zelt klettern. Und dann lassen wir mal hier Captain Gefangenenmann frei. Wo ist er denn? Da hinten. Ach, der hat sogar hier auch noch Loot. Ja. War Kasuari nicht da? Die ganze Zeit schon? Ich meine doch, ne? Hab ich doch genannt. Tja, ich hab kein Gold. Ich hab nichts. Aber wenn du nach Sandort kommst, wartet dort eine große Belohnung auf dich. Du wirst schon sehen. Die kannst du irgendwo beim Händler kaufen, Oskurdia. Ich weiß nicht, ob der Eukolon Eukon hier noch im Chat ist. Der hatte das, glaube ich, auch gefragt. Und der hat nachgeguckt in den VODs. Ich glaube, im 6. Stream am Anfang habe ich gesagt, wo? Es ist einfach ein Händler. Wo du für, ich weiß gar nicht, für wie viel Gold, es war noch nicht mal so viel, 500, 600, die Klamotten kaufen konntest. Ich glaube, es war in Dingsbums, Novigrad irgendwo, aber frag mich bitte nicht, wo so genau, ich weiß es nicht. So, dann sind wir hier auch fertig. Ach, wir können sogar reisen, das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, reisen wir nach da und gehen nach dort. Weil hier unten ist jetzt ja auch eine Menge. Stimmt, beim Battlekönig, ganz genau. Das war da, wo du die Waffen abgeben musstest. Wo du das erste Mal nach Novigrad kommst, wenn du auf der Suche nach Triss bist. Musst du ja irgendwo deine Waffen abgeben. Und genau hinter diesem Tor ist ein Händler. Das heißt, beim zweiten Mal einfach nochmal da reingehen, durch dieses Türchen, da ist ein Händler und der verkauft den Sattel. Genau so war es. Dankeschön. Klar, also ich war da ja schon, ich hab's genau da gekauft. Also für mich war es jetzt kein Spoiler. So, schauen wir mal. Kasuri, ich sage immer Kasuari, ne? Ja, ich versuche mir Rico zu merken. Wenn nicht, tritt mir nochmal auf die Füße. So ein bisschen mit dem Namensgedächtnis arbeite ich da ja dran. Ich habe mir sogar gemerkt, dass Little Stinker, auch wenn er jetzt die letzten Streams nicht da war, Matthias heißt. Kasuri, nicht Kasuari, alternativ Rico. Ich werde mir Rico versuchen zu merken. Oh Mann. Ja, sorry. Ihr müsst euch halt nur einen Namen merken. Elton trifft halt den Nagel auf den Kopf. Ich muss mir halt zwischen 150 bis, ja, keine Ahnung, wie viele Leute fluktuativ sind. Einige. Nehmen wir mal alle Follower zusammen. 3500 Namen merken. Das könnte kompliziert werden. Aber Rico, ich bemühe mich. Der Chat mit seinen Vornamen. Ja, ist halt so ein bisschen persönlich. Finde ich auch nicht schlecht. Ich meine, ihr wisst ja auch, dass ich Markus heiße. Ich mache da ja auch keine Scheu drum. Wie gesagt, die ersten Streams halt, haben die Leute halt immer gesagt, oh, da oben im PSN steht ja dein Name. Ja, mein Gott. Ich meine, Gronkh hat sich auch lange geziert, dass er halt Erik Range heißt. Und gibt halt Mittel und Wege, das rauszufinden. Von daher, jetzt macht er mittlerweile keinen Hehl mehr drum und ich glaube, über die Zeit sind wir halt hinweg, dass wir halt sagen, wir sind, wenn wir uns einen Nickname ausdenken, anonym im Internet. Nein, das wird nicht funktionieren, nicht in Deutschland. Nicht aufgrund von Impressumspflicht und Hasse nicht gesehen, also geht halt nicht. Von daher, ich heiße halt so und ja, mehr kann ich nicht tun. Welches Level seid ihr?
Ich bin falsch. Ich wollte da irgendwo hin. Ich bin falsch geschwommen. Oikon, komm gut ins Bett. Ach, hier war was. Ah, wieder so ein Mobsnest. Ja, komm, das machen wir kaputt. Aua. Wie lange die liegen bleiben. Das ist so gut. Das ist so gut. Aber machen wir mal hier rupti-zupti in das Nest und gehen mal wieder weg, dass wir nicht explodieren. Oh. Der brennt. Und ist umgeworfen. Und ist damit auch Geschichte. Dann können wir hier vielleicht noch was Cooles looten. Muschel, Muschel, Monsterblut. Oh, irgendwelchen Kram. Da kann halt mit Glück was Gutes drin sein in diesen Dingern. Eventuell hatten wir da auch die Waffe her, ich weiß es gar nicht. Ja, ich sehe es ja auch nicht so kritisch, aber für manche Leute ist es halt, ich kann halt nur das Beispiel Gronkh am Anfang nennen. Der hat sich ja auch geziert, seinen echten Namen zu nennen. Deswegen ging ja der Witz halt um, dass er Gregor Onk heißt und das kam ja von da. Erst ganz, ganz spät hat er ja gesagt, dass er halt Erik heißt. Keine Ahnung. Ich sehe das auch nicht so kritisch. Genau, also kurze Pinkelpause um 0 Uhr. Ja, bis dahin würde ich auch durchziehen, weil wir haben heute schon so viel zu Beginn gequatscht und zwischendurch rumpalabert, dass wir noch nicht so allzu viel geschafft haben. Oder drückt die Blase, weil sonst würde ich sagen, machen wir bis 12 durch und die erste Pause um 12. Was ist das denn hier? Spinnen! Ich hasse Spinnen! Dein ist eine Monsterspinne. Ja, schon vergiftet. Oh, komm ey, mach mal hier, wo ist denn das Ding, das Nest, die Muttermobs-Spinne? Stufe 15. Ja, das ist ja schon mal Bombe. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt hier... Ach, mitten im Spinnendorf habe ich jetzt hier das Dorf befriedet. Da ist der Bell. Bell, du hattest hier im letzten Stream, hast du ja gesagt, spontan, glaube ich, Project Cars geholt, ne? Was auch Dashboard Effect und Robin spielen, also Sergeant Robson. Wie gefällt's dir denn? Das würde mich halt interessieren. Ich hoffe, ich lese gleich die Antwort. Ja, nicht wundern, wenn ich sie jetzt nicht lese oder darauf eingehe. Ich lese den Chat immer nochmal nach, wenn ich in die Aufzeichnung reinschaue. Also spätestens da sollte ich die Antworten dann lesen. Oh, hier haben wir auf jeden Fall schon mal was freigeschaltet. Das ist schon mal nicht falsch. Gut. Meine Frau, Sandra. Genau wie die Frau von Punk Royal. Ich mache alles nach. Fäuste, Gesten. Sogar meine Frau heißt Sandra, habe ich auch kopiert. Ich bin so ein übler Kopierer. Ich kann mir nichts Eigenes ausdenken. Tut mir leid. Was, oh, was ist das denn hier? Was bist du denn? Adel? Ja, den hatten wir auch noch nicht. Ja, alles kopiert. Alles kopiert. Oh, da war schon mal eine Waffe bei. Die habe ich gesehen. Müssen wir uns nachher angucken. Wow. Das, ich greife jedes Mal, wenn ich zu meiner Cola greife, zu meinen Liquid-Fläschchen, wo halt die Base drin gemischt ist. Die stehen da nämlich auch einfach rum. Nicht zu verwechseln mit den fertig gemischten Aromen, die hier drin stehen. Das ist hier das reinste Mixlager. Neben den anderen Aromen, die hier stehen. Das ist unglaublich. Schon alles gemischt für Freitag.
Bell hat es umgetauscht wegen kein Tuning, beziehungsweise nur Einstellungen, beziehungsweise Setups. Okay. Das wundert mich jetzt an der Stelle, muss ich sagen. Ich dachte, dass man da halt recht viel machen könnte. Aber ich habe nicht reingeschaut, keine Ahnung, aber wenn du sagst, das war dir halt persönlich zu wenig, dann nehme ich das mal so zur Kenntnis. Wo steht das Matt? Das Matt steht im Kühlschrank bei den Zwiebeln. Zwiebel-Matt, jetzt habe ich Hunger. Zwiebel-Matt. Nom, nom, nom. Ja, wobei, ist das tatsächlich so der Sport? Man könnte doch aber auch in einer Simulation tunen. Ich meine, die Übersetzung einstellen. Du baust dann halt, was weiß ich, eine bessere Nockenwelle ein, baust dir halt noch einen Turbolader ein, machst Chip-Tuning, also im Endeffekt müsste es in der Simulation doch auch gehen. Klar, es müsste dementsprechend aber sich mehr bemerkbar machen, ob du halt einen Spoiler drauf zimmerst oder der Karre halt breitere Reifen, mehr Antriebsdruck und ein Ghost Gaming LP verpasst, wo ich sage, danke fürs Einschalten und fürs Follow, mein Lieber. Tranquilitas. Irgendwie denke ich da immer an Tranquilo Barnetta. Dankeschön. Tranquilitas. Was? Moment. Das sah alles jetzt so lang und so zerhackt aus. Das war das jetzt das, was ich hoffe, dass es war, oder... Nein, das war mehr, als ich hoffe, dass es war. Oh Gott. Und GeForce sagt, Game Ready 3 ist verfügbar. Lade ihn jetzt bloß nicht runter, liebes Nvidia-Ding. Sympathisch, offen, nett, fair sind nur ein paar Worte, um dich zu beschreiben. Klasse Typ. Danke für deine Mühe, uns zu unterhalten. Oscu. Ich habe am Anfang gedacht, es waren 2,99. Da habe ich gesagt, okay. Dann habe ich die 4 gesehen und dachte, es wären 4,99. Aber dann habe ich die 2 und die 4 zusammengezogen und es wurde immer mehr. Es sind 24,99. Oscu, ich hoffe, das war A, so gewollt. Und B, du kannst es dir erlauben, weil das ist wirklich verdammt viel, mein Lieber. Und ich hoffe, das tut dir nicht weh. Und wenn dein Toaster morgen explodiert, ich weiß, ihr liebt dieses Beispiel, dann sag Bescheid. Ich habe auch Geld halt schon zurücküberwiesen bei jemandem, der sich vertippt hatte. Und wenn du es halt zurückhaben willst, Oscu, kriegst es da auch umgehend zurück. Und ansonsten sage ich für die Worte... Das beschreibt auch die Community, sprich euch. Ich wäre nichts ohne euch. Das heißt, ich habe das Glück, ich locke genau die Leute ein, die ich, mit denen man sich unterhalten kann. Das Thema hatten wir ja schon und dafür bin ich halt sehr, sehr dankbar. Und natürlich für deine völlig übertriebene Spende, Oscu. Gewollt und ich kann es. Hatte 3 Monate kein Internet und konnte das so sparen. Oscu, das stimmt schon. Internet ist... Vor Porn und vor Online-Shopping. Was, ja gut, und vielleicht Streams gucken. Okay, dann nehmen wir noch als drittes mit rein. Oscu, du Verrückter, ich danke dir. Und danke, dass du es auch noch mal im Chat bestätigt hast. Ihr hattet es übertrieben viel. Aber wenn du es dir erlauben kannst, dann sage ich einfach ganz leise, wie Raginator es immer sagt. Danke. Oh Mann. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, was? Ah, hier ist schon wieder so ein Ding. Jetzt müssen wir hier einmal ganz kurz magische Fallen dingern. Wo? Hier? Was muss ich hier machen? Warum bin ich hier? Hier sind aber ganz viele von diesen Dingern. Will ich hier sein? Still. Welches Level haben die denn? Au! Hilfe! Mach mal hier bitte Kreis. Na, der Kreis ist natürlich in der dummsten Ecke. Und ich kann leveln. Das habe ich auch ganz vergessen. Das muss ich auch gleich noch machen. Moment, ich muss gleich leveln. Da muss ich irgendwas machen. Da ist ein bewachter Schatz. Oder? Nee, keine Ahnung. Hier? Oh! Au! Ach, bei denen brauche ich das gar nicht. Lol. Wieso nicht? Doch, brauche ich. Da. Nehmen wir nochmal ein Schinkenbrötchen.
Ja, und wie ihr seht, heilt das Zeug halt auch. Und davon habe ich halt so viel, weil ich hier loote. Kann ich halt genauso das Zeug nehmen, statt hier die Schwalbe, die mich in der Wiederherstellung was kostet. Nämlich dieses Alkoholzeug, Alkohol-Lest, oder wie es heißt. Genau, Norty sagt es, um 0 Uhr machen wir die Deflak hier. Oh, der Fallschaden. Dieser Fallschaden! Oh, das ist so krass in diesem Spiel. Oh, das könnte jetzt. Wir kippen uns das Fleisch, Alter, mal in den Kopf. Oh, ich bin geblendet. Die Fiebe! Gott! Ich würde gerne... Ich weiß nicht, was ich gerne würde. Irgendwas würde ich gerne. Leben! Na, komm schon. Ja, komm schon. Es ist tot. Also was den Kampf... Oh, meine Waffe. Ich muss reparieren. Was den Kampf gerade so spannend macht, ist, dass ich diesen Fallschaden zu Beginn genommen habe. Der völlig übertrieben war. Und dadurch bin ich halt mit kaum AP in den Kampf gestartet. Uiuiui. Ui. Das war jetzt spannender als nötig. Nehmen wir nochmal eine Wasserflasche. Haben wir eh noch genug. Was ist denn hier drin? Was ist denn hier? Ah, ne, das war falsch. Ich wollte eigentlich bitte erstmal hier das hier machen. Oh, du Kacke. Erstmal looten. Oh, da war was Grünes drin. Verbesserte Greifenhandschuh. Schatz gelootet, okay. Dann haben wir das auch. Uiuiui. Schuks, sei gegrüßt, Schuks. Ja, und der Valjan, also, ich weiß ja nicht. Also ich würde sagen, der ist höher als Demon's Souls Pre-Nerf. Also, das war jetzt ja nicht hoch. Ich meine, guckt euch mal an, ich war da oben. Und bin hier runtergesprungen und hatte irgendwie danach nur noch halbes Leben. Also, oder besser gesagt, ein Viertel Leben. Das schien mir doch ein bisschen unrealistisch. Ich meine, du brichst dir ja auch nicht jedes Mal den Fuß, wenn du vom Stuhl springst. Naja. Was ist das denn? Spukstätte. Muss ich die kaputt machen? Und wenn ja... Nein! Nicht schon wieder hier runterspringen. Ich bin noch nicht lernfähig. Die ist aber unten. Moment, wo denn? Hier ist aber zu. Ach, oder kann ich das weiter in die Luft jagen? Moment mal. Nee. Das sieht hier nicht so aus. Spukstätte unten. Wie komme ich denn da hin? Ist hier irgendwo ein Weg nach unten? Also wer jetzt an der Stelle mag, kann mich hier mal spoilern. Ist hier irgendwo noch ein Weg nach unten? Weil sonst würde ich das ehrlich gesagt gerade nicht checken. Eventuell ist hier noch eine Ruine. Also besser Kellereingang. Die Lampe von Kayra. Ja, probieren wir aus. Danke für den Hinweis. Der kam von Kaza. Dankeschön an der Stelle. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, weil das ist, glaube ich, dieses erste... Ja, wobei, es ist ein Uhrensymbol, ein Lampensymbol. Ja, keine Ahnung. Wäre ich aber selbst nicht drauf gekommen. Dann gehen wir hier nochmal hin. Nee, aber das wäre ja hier. Moment, wo denn? Ah, hier. Ja, stehen bleiben. Was muss ich jetzt hier machen?
Gut, ich sehe jetzt hier was, aber ich kann hier nicht interagieren. Oder irgendwas reden tut er auch nicht. Er buddelt halt nur. Hexersinne? Ja, habe ich an. Also ich habe jetzt Lampe und Hexersinne. Ein komplettes Paket. Aber hier ist nichts. Nee. Da ist nichts. Nichts, was ich machen kann. Vielleicht leben noch die Mobs in der Gegend. Ja, das kann sein, dass wir hier nicht alle erledigt haben. Das kann gut sein. Gib mir mal wieder hier bitte mal eine magische Falle. Da oben waren halt in diesen Dörfern hier noch welche, ne? Ja, pack mal die Lampe bitte weg. Gucken wir mal hier ganz kurz. Da sind wir ja gerade nur durchgegangen, glaube ich. Gucken wir mal. Da ist nix. Hier ist nix. Da ist nix. Hier ist Blumen. Blumen sind unspannend. Ist da oben. Kommen wir da rein. Abgeschlossen. Bleibt noch abgeschlossen. Nee, nee, das ist Buggy. Das Symbol dort ist bei mir auch so, Markus. Okay, Laritta. Also kann ich da nichts machen. Ja gut, dann hatten wir das eine Ding da erkundet. Das heißt, wir bräuchten irgendwann jetzt was, was repariert. Aber das machen wir gleich. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier nochmal ganz kurz gucken, was hier ist. Wie sieht unser Leben aus? Unser Leben ist voll. Wir nehmen wieder die Druckwelle. Perfekt. Und wubbeln uns da mal weiter. Und dann gucken wir mal, was da hinten ist. Hoffentlich nicht wieder so Geister. Oh, was ist das denn? Der Man-Eater-Gargoyle ist wieder am Start. Dann machen wir mal Speichern ganz fix. So, und dann gucken wir mal. Nochmal, Natoni, also die zweite. Nicht ganz leicht. Oh, bei denen kaputt kriegen. Nicht ganz leicht, weil das wäre zu leicht, aber auch nicht schwerer, weil ich halt gerne auf den Chat gucken möchte und nicht hier halt rumfällen will. Ja, das bringt bei denen gar nichts, ne? Nehmen eine Wasserflasche. Pass auf, bei denen, das hilft ja nicht. Wir nehmen Schutzschild. Können wir uns das Schutzschild nämlich lieber buffen. Dann halten wir nämlich einen Hit aus. Ja, fliegt ja hier rum wie der Flipperkönig. Ja, genau deswegen. Halt mal halt einen Hit aus. Ich würde gerne nochmal Waffen. Genau deswegen. Oh Mann. Oh, der Jean. Der Realinski mich. Der macht mich. Oh Mann, ey. Brauchen wir mal eine Wasserflasche. Bitte buff dich. Oh, genau reingerollt. Ich roll doch. Mann. Hühnerbein. Muss ich da schon 500... Au, jetzt habe ich mich aufgeregt und habe nicht gesehen, dass ich hier rumfaile. Ja, hier Wasserflasche bitte nochmal. Ja, okay, ich muss ja deutlich früher rollen. Stehe ich. Was?
Himbeersaft und Wasserflasche. Oh. Ja, natürlich. Oh, natürlich. Wasserflasche. Schild. Ach so, Schild. Spannung siedet. Erreicht den Höhepunkt. Oh. Eieieiei. Gib mir mal bitte hier Armbrustgerät. Nein! Nein! Okay, ich sollte es nicht mit der Armbrust machen, das bringt nichts. Buff dich, letztes Mal. Jetzt rein, umhauen, Ruhe im Puff haben. Dankeschön. Alter Vater. Und er droppt nichts. Doch, hier. Er droppt was. Hurra. Fertig. War ja auch gar nicht anstrengend. Manometer. Oh, trinken. Was? Was? Wieso vibriert mein Pad? Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Hier kann ich irgendwas untersuchen. Was? Hier kann ich was wegatmen. Ach nee, Ignin. Da ist der White Fox. Ja, bei dem hätte ich tatsächlich Schwalbe nutzen sollen. Da hatte ich es allerdings nicht ausgerüstet. Das wäre so ein Mob gewesen, wo sich es gelohnt hätte. So, dann noch hier unten gucken. Achso, Skillpunkt. Inventar. Ach, wir sind auch so unaufmerksam. Was haben wir denn hier? Keine Boni. Uninteressant. Die machen alle mehr Schaden, wenn ich jetzt irgendwas mit Boni finde. Mit Boni? Mhm. Aber der kritische Trefferschaden geht halt ab, ne? Bonuserfahrung, Chance auf Verstümmeln, Irdenzeichen. Wir nehmen das mal. Gucken wir mal. Das ist schlechter. Das ist schlechter. 360 Vitalität, 10 durchbohren. Also aber schwere Rüstung. Meine leichte Rüstung. Nee, dann nicht. Dann möchte ich die bitte nicht haben. Nein. Möchte ich nicht haben. So, was haben wir hier? Mittlere Rüstung. Nein, möchte ich nicht. Geh weg. So, was ist das hier? Leichte Rüstung. Assassinenhandschuh. 2, 2, 5, 10, 5. Aber mehr Rüstung. Mal dann. Ziehen wir die mal an. Und die sind schlechter. Die kann ich noch nicht benutzen, weil Stufe 21. Die schlechter. Die kann ich noch nicht benutzen. Naja, dann gucken wir nochmal Charakter. Denn dann kann ich einen weiteren Punkt hier reinpunkten. Kann dieses Ding dahin punkten und kann dieses Ding hier reinpunkten. Ups. Jawohl, ja. Und dann können wir speichern. Nehmen wir mal hier so ein... erst speichern wir mal ganz kurz. So, dann haben wir das auch. Sieht doch gut aus. Nee. Woanders. Nee, kein Multiplayer. Reines Singleplayer-Spiel. Das Einzige, was ich jetzt vergessen habe, wir könnten uns noch mal ganz kurz Glyphen oder hier Edelsteine in die Waffen und so reinwubbeln.
Das habe ich vergessen. So. Was haben wir hier? Chance, Schaden zu reflektieren. Ja, das machen wir wieder in die Handschuhe. Dann haben wir hier Chance auf Vergiften. Machen wir mal rein. Chance auf Einfrieren. Machen wir mal rein. Chance auf Taumeln. Machen wir mal rein. Die kriege ich nicht mehr rein. Dann haben wir hier noch Chance auf Einfrieren. Chance auf Vergiften. Hup, machen wir da auch nochmal rein. Einfach mal alles da reinbroten. Und White Fox, wir haben darüber gesprochen. Du bist auch beim Dampfer gerillt. Dann werden wir uns da ja sehen, wa? So, nehmen wir hier nochmal so ein Wasserfläschchen. Oh, hier ist ein Skillpunkt. Skillpunkt-Alarm. Es hat sich gelohnt. Ort der Macht. Magie. Ein Ort der Macht. Genau die suchen wir. Fertigkeitenpunkt. Jawohl, ja. So soll das sein. Now we are talking. Denn jetzt kriegen wir nämlich hier auch mal hier die Punkte weiter rein. Und machen mal hier schon mal schwuppdiwuppdi. Bumm. So soll es sein. Weil in diesem Gebiet, also in diesen Wählen, nee, oder wo wir gerade sind, hatten wir tatsächlich noch keine großen Skillpunkte. Deswegen. Boxion, sei gegrüßt. Und danke fürs Einschalten und fürs Follow. Dann sind wir hier unten fertig. Die Frage ist, ob wir jetzt uns hierhin bewegen. Ja, würde ich fast behaupten, wa? Also so in die Richtung. Gucken wir mal, ob wir da mit Plötze hinkommen. Ja, wie gesagt, White Fox, da werden wir uns sehen. Hättest du ja eigentlich sagen können, dann hätten wir uns den Versand halt sparen können. Dann hättest du dir das Ding einfach mitgebracht, ne? Du weißt, wovon ich rede. Aber okay, jetzt hast du es halt schon und kannst damit lustige Lackierungs-Action machen, alter Schwede. Ja, jetzt wäre natürlich so ein Boot nicht schlecht. Ja, Plötze, lass mich mal absteigen. Ja, Nightwalker. Privat würde ich es auch schwerer spielen, keine Frage. Aber es geht ja halt darum... Perfektes Wetter für eine Reise. Danke, Spiel. Achso, da komme ich nicht rüber. Ja, komm, dann gehen wir da hin und reisen. Es geht ja darum, dass ich halt den Chat noch ab und zu lesen möchte. Und... Ich müsste mich zu sehr konzentrieren, wenn jeder Kampf auf Leben und Tod wäre und ich perfekt spielen muss und sonst sterbe. Das kannst du als Streamer nicht bringen. Ich sehe mich da halt eher als Moderator und nenne es Entertainer. Und dementsprechend werde ich die Spiele nie so schwer spielen, dass sie mich komplett fordern. Klar, privat wäre es was anderes. Da würde ich halt auch deutlich eine Schwierigkeitsstufe nach oben stellen, aber dann kann ich mich auch nur aufs Spiel konzentrieren, weil... das Hauptaugenmerk meiner Konzentration liegt darauf, einigermaßen wohlklingende Sätze zu bilden, die dann wie Musik in euren Ohren klingen. Das ist mein Hauptanliegen. Und das klingt ziemlich scheiße. Ja, dann würde ich sagen, teleportieren wir uns nochmal nach hier hin. Das White Fox Fan-Paket, ja genau. So. Und dann? Ja, ne, müssen wir jetzt reparieren? Na komm, gehen wir reparieren. Aber wo gehen wir denn reparieren? Wenn wir schon hier sind, könnten wir auch da reparieren gehen. Habt ihr schon recht. Ich werde dir nie vergessen, was du für uns getan hast. Das ist gut, dass ihr das nicht vergesst. Das finde ich gut. Reparieren. Gehe ich immer hier, würde ich sagen. Ja, komm, gehen wir da hin. Kommt hier jemand aus Münster? Nee, Max Wiesel. Wobei, Gelsenkirchen und Münster ist jetzt ja, na, gut eine Stunde, ne? Maximal. Also ist ja nicht so weit. Tatort Münster. So, Moment. Ich gucke nochmal eben, ob ich das alles jetzt so wegtreten kann. Weg, weg. Ah, den restlichen Kram will ich nicht behalten. Die gelbe Armbrust. Bin ich noch nicht. Nee. Die gelbe Armbrust behalten. Die könnten wir behalten, wa?
Ach komm, wir finden eh eine neue und so stark brauchen wir die Armbrust eh nicht. Weg damit. Was winkelst du da? Nee, du hackst einen Baum. Ja, hallo, reden. Ein Amulett, Bezoa, ein paar Schit. Weg. Ich will. Was hast du? Zähne von La. Was hast du noch? 240. Naja, fangen wir mal an. Nehmen wir erstmal hier den ganzen Opel-Kram. Nein. Machen wir den Händler erstmal arm. 150, also so viel hast du doch gar nicht mehr. Was ist hier mit dem Sattel? 29. Dann nehmen wir hier die Armbrüste. Hier noch eine Armbrust. 81. Schwupp, schwupp. Aber hat er nicht. Hat er nicht. Das hier noch, 9 Gold. Jawohl, ja. So, dann haben wir den auch leer gekauft. Das ist das Einzige, worum ich mir so ein bisschen Sorgen mache, dass die Händler irgendwann kein Gold mehr haben, weil die einzigen Klamotten oder die einzigen Händler, die wirklich noch Gold bekommen, sind hier diese Rap-Heinis. Und der will mir wieder hier seine komische Armbrust andrehen. So, dann verkaufen wir die hier auch nochmal. Und zwar das und das und das und das und der hat schon wieder nicht genug Geld. Ja, geil. Dann reparieren wir erstmal. Ja, reparier einfach alles. Das Geld hole ich mir jetzt wieder, indem ich hier wieder verkaufe. King MG, danke fürs Einschalten, mein Lieber. Und fürs Follow natürlich an der Stelle. Dankeschön. So. Perfekt. Dann haben wir das auch. Repariert haben wir. Auf Wiedersehen. Bis dann. Und dann Reise, Reise in die Ursprungsrichtung. Wo war denn hier das Reisebrett? Hier? Hier? Ah, ja, da hinten. So, und dann haben wir ja gut schon mal was heute geschafft. Außer dieses Ding da, das finde ich nicht. Ich weiß nicht, wo es ist. Und dann würde ich sagen, wobei, die Frage ist, wir könnten auch... Wo fangen wir denn an? Das ist eine gute Frage. Obwohl, von hier unten ist, glaube ich, sogar der längere Weg. Wir könnten, glaube ich, sogar von hier starten. Und uns da mal umschauen. Ja, komm, guck mal da mal. Mannix, sieht aus wie Sub-Only-Chat hier. Ist es aber nicht. Und werde ich auch nie machen, das habe ich ja gesagt. Also da braucht ihr keine Angst haben. Auch da möchte ich niemanden dann dazu zwingen zu subben, damit er schreiben kann. Ich bin froh, wenn überhaupt jemand was schreibt. Da werde ich bestimmt nicht Sub-Only anmachen. Auch nicht bei 5000 Zuschauern. Slow-Mode, ja, darüber könnte man dann mal reden, aber Sub-Only wird es bei mir nicht geben. Also, das kann ich euch schon mal versprechen. Da halte ich nämlich überhaupt nichts davon. Nixe. Ja, Kasa, das mache ich aber nicht im Stream. Saß ich letztes Mal schon schweißgebadet hier und musste mich mit Cebas trocken wischen, weil ich den Weg nicht gefunden habe. Das werde ich definitiv dann irgendwann off-Screen machen. Diesen Weg suche ich nicht im Stream, da tue ich mir nicht an. Weil ich da einfach zu schlecht für bin. Ja, ich will euch nicht machen. Ich muss euch machen. Weil ihr nervt. Dummer Ertrunk, ne? Oh, Ruhe im Puff. Ich wollte dann einfach nur mal eigentlich schnell von A nach B. Ganz fix mal eben. Boah, dieses Gebiet ist so wunderschön, aber auch so unglaublich nervig, weil zwischendurch halt immer Wasser ist. Und ich frage mich, gerade die gefragt haben, warum ich Plötzen nicht benutze. Ich glaube, Zockner war's. Wie willst du hier effektiv Plötzen nutzen? Du bist ja immer hier halb im Wasser. Das ist furchtbar. So, jetzt gucken wir mal, welches Level hier dieses Monsternest hat. Ich sehe es gar nicht. Geht, kriegen wir hin. Hier kommen die Ertrunkenen her. Ich sollte es zerstören. Ja, ich sollte nicht. Ich will, ich muss. Wie wär's mit einer Bombe? Na. Manometer!
Das ist das, wenn es halt nicht so funktioniert, wie man es sich vorstellt. Ich wollte hier eigentlich eine Bombe reinmachen und es hochjagen. Und die anderen mit explodieren lassen. Geht halt nicht, weil Spiel will nicht, dass ich es tue. Dann halt nicht. Umweltfreundlich. Ja. Bin ich. Nein, eigentlich nicht. Keine Ahnung. Hab ein Trophy bekommen. Nehme ich mit. Hier kommen die Ertrunkenen. Ich sollte es zerstören. Ja, dann mach doch bitte mal. Ich trinke derweil auch nochmal ein Wasserchen. Haben wir die auch. Hurra. Gucken wir mal, was es hier wieder Schönes zu looten gab. Irgendwelche tausend Relikts. So, Dingens, Bummens. Oh, das Ding hatten wir auch gelootet. Ja, hatten wir. Nichts mehr da. Alles weg. Passt. LX, sei gegrüßt. Dann würde ich sagen, gehen wir da hin. Nach einem Eis? Alter Schwede, Erkältung und Eis? Wo, gegen Halsschmerzen oder was, Raggi? Och, wobei so ein Eis. Lecker Spaghetti-Eis. Warum nicht? Geht immer. Passt. Ja, will ich auch nehmen. Meine Freundin ist in der 12. Das sind Sätze. Das sind Sätze. Gamerks. Willkommen und danke fürs Follow, mein Lieber. Das sind Sätze, wenn ich so einen Satz sagen würde, ja? Meine Freundin ist in der 12. Ich glaube, da hätte ich dann die Polizei am Arsch und würde wegen Pädophilie als Pädobär angezeichnet werden. Da muss man auch höllisch drauf aufpassen, wer solche Sätze sagt. So Gott, ich alter Sack, ey. Hey ho! Hey ho! Das ist so gut. Ja, nimm doch mal das Schild runter. Ja, furchtbar mit dir. Kuckuck. So, was gab's hier? Bergschnaps. Haufenweise Zeug. Das Schwert der... Was? Kann ich gar nicht lesen. Skola... Siegfried. Das Siegfried-Schwert gab es hier. Na ja, nehmen wir mit. Das Siegfried-Schwert. Ist man in der 12. normalerweise nicht 18? Nee, ich glaube, wenn du tatsächlich mit 6 eingeschult worden bist, müsstest du, wenn ich mich nicht verzählt habe, 17 sein. Ja, wobei, jetzt wäre nicht ganz Pedo, aber naja, so ein bisschen... Hier unten ist das letzte Ding. Jetzt. Ach Gott, oh Gott, wo ist das denn? Ist das hier über dem Berg? Auf dem Berg? Im Berg? Im Berg herum? Oh, wenn ich hier abstürze, komm, ich speichere mal eben. Nicht, dass ich hier gleich wieder tot umknicke. Und im Berg runter, Gula. Deko, sei gegrüßt. Meine Nase juckt. Eigentlich voll müde, aber doch noch da. Franzi, sei gegrüßt. Müde sein ist out. Das sieht schon cool aus, aber die Frage ist, wo muss ich hin? Das wäre eine interessantere Frage. Ach, das ist hier... Ich sollte vielleicht... Erstmal auf die Straße gehen, wa? Die Straße ist hier unten. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, diese Wegfindung finden wir nach der Pause, würde ich behaupten. Guck doch mal in die Kamera, Gerd. Denn wir machen jetzt die 0 Uhr Pause. Also das heißt 10, 12 Minuten Pause. Ja. Das heißt, wer jetzt sich was zu trinken holen will oder auf Klo gehen will, was zu essen, ein Eis holen. Ich wechsle mal einmal ganz kurz hier das Gerät.
und sage, ich suche mal, geh weg, Nvidia, ich will dich nicht. Ich mache Musik an. Bin gleich wieder bei euch.